So, weiter im Text. Wir haben hier eine schöne, hohe Konzentration an Schnee. Ja, wie wir alle wissen, Schnee ist absolut tödlich. Die Konzentration an kristallisierter Energie scheint hier ungewöhnlich hoch zu sein. Wir sollten schleunigst hier wegkommen. Ja, das sollten wir allerdings. Besten einfach hier unten lang gehen. Und glaubt nicht, dass es hier irgendwas gibt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, hier haben wir einen der Kristalle, den wir zerstören sollen. Ob das einer der Kristalle ist, von denen Naga sprach, zerstören wir ihn besser. Krabbels. Na dann. So, gleich eine neue Speicherstelle, auch gut. Kann man nie genug von dem Zeug haben. So. Und, ich sag mal so, ist vielleicht ganz gut, dass ich mal vorgespielt habe, denn der ein oder andere wird sich jetzt gemerkt haben, wo wir gerade herkamen. Ich gehe mal zurück. Das ist nicht, wo wir gerade herkamen. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, oder... Doch, kann ich gleich nochmal speichern. Oder ob hier einfach mal ein Teleport falsch gesetzt wurde. Ich bin ja letztens einfach durch Zufall drüber gestolpert, weil ich vor Schreck vor diesen herunterfallenden Kristallen da wieder zurückgelaufen bin. So, das ist, glaube ich, das nächste Gebiet, was gekommen wäre. Jetzt kommen wir hier von unten rein. Hier gibt's aber etwas, was ich noch holen will. Deswegen, gespeichert hatte ich gerade. Ja, das brauche ich auch. Okay. Oh nein, nicht schon wieder. Nichts wie weg hier. Okay, und jetzt haben wir 45 Sekunden. Im Grunde einmal ganz hoch zu gehen, um dann wieder ganz runter zu gehen. Blöd, ha? Oh, das war eng. Okay, jetzt war einmal hier. Nagas Barthaar. Was wohl damit auf sich hat, nehmen wir es am besten mit. Vielleicht möchte er es ja wieder haben und die Zeit läuft, während ich das sage. Oh, klasse. Den habe ich vergessen. Und nichts weg hier. Ich hoffe mal, dass ich diesmal nicht von dem Ding zerquetscht werde. Okay, so. Oder aufgelöst oder vaporisiert oder was auch immer die mit einem anstellen. So. Und, Carlos, renn. Bleib nicht irgendwo hängen. Renn. Okay. Das ist doch klappt nochmal eine Speicherung wert. Und badums. Ich hoffe mal, dass sich das Barthaar auch irgendwie lohnt am Ende. Nicht, dass ich das hier nur aus Jux und Daudelei mitnehme. Ob das einer der Kristalle ist, von denen Naga sprach, zerstören wir ihn besser. Na nun, letztes Mal hat es aber besser funktioniert. Der Kristall ist zu hart, um ihn mit roher Gewalt zu zerstören. Carlos, schlage an den Stellen zu, die ich dir zeige. Yay, Klickspiel. Warum zerstörst du ihn nicht gleich selbst, wenn du weißt, wo er am brüchigsten ist? Echt mal, hallo? Mach keine Witze, Lichtmagie würde sehr wahrscheinlich reflektiert werden. Kannst ja auch einfach mit deinem Kopf dagegen schlagen. Außerdem bist du der Mann fürs Grobe. Du kannst so fies sein, weißt du das? Mhm. Ich bin gewillt, das einfach ein bisschen zu beschleunigen, aber ich klicke mit dem Schwert schnell die Schwachstellen des Kristalls an, wenn Nami sie dir markiert. Manche Stellen musst du mehrmals treffen. Na mal sehen. Hua! Okay, Kampfesgeschrei bringt's auch nicht. Eigentlich wollte ich jetzt ganz cool sein und, ich hab mal wieder meinen Bildschirm verrutscht. Deswegen mag ich die Dinger nicht. Ganz besonders, wenn sie ganz weit oben sind, weil, jeder, der, RPG-Maker-Spiel schon mit Inulukis Patch gespielt hat, weiß, dass man hier oben dann nicht mehr rankommt. Ja. Sondern schon aus dem Fenster fällt. Deswegen sind die da oben etwas gemein. Oh, ups, den habe ich gar nicht gesehen. Und, wow. Trotz, dass ich so schön daneben geklickt habe. Kann da jetzt was? Nee. Aha. Dann, den haben wir doch bald. Ah, stirb, Kristall! Stirb! Komm, 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 komm. Muss ich doch gleich haben. Okay, so. Schöne Zeitverschwendung mal wieder. Ich hoffe mal, ich habe das jetzt auch richtig gerade wieder gerückt. Naja, wird schon dumm genug aussehen im Video. Okay, so, Kristall zerstört. Kristall ist zerstört. Danke für den Kommentar, Carlos. Ich glaube, man kann auch nicht weitergehen ohne sie zu... Ich glaube, die machen gar nichts hier, die Dinger, die hier runterfallen, aber... das ist sicher... Ach du Schande, ja. Hier scheinen ziemlich viele Energiekugeln herumzufliegen. Passen wir lieber auf, dass uns keiner erwischt. Okay, kleinen Moment. Okay, die hätte schon unser Tor sein können. Ich habe keine Ahnung, ob man... Also, man kann ihn nicht ausweichen. Und ich bin total reingelaufen, yay.
Man kann sich nirgendwo dahinter verstecken. Und ich habe keine Ahnung, wie man herausfindet, wo sie herkommen. Also, wow, viel Spaß. Okay, ich mache hier weiter und werde gleich wieder fast erwischt. Das ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe, viel Spaß, das in einem Rutsch. Jetzt hat mich das Eis gerettet, das in einem Rutsch zu machen. Ach, komm schon! Es lohnt sich ja auch, nach jedem fünften Schritt mal zu speichern. Das Dumme ist, dass man teilweise erwischt wird, während man versucht zu speichern. Achso, ich hätte jetzt keine Lust, die Aufnahme währenddessen wieder aufzunehmen. Deswegen habe ich jetzt... bin ich jetzt bis ganz durchgerannt. So, und ist schon ziemlich lange her, dass wir mal so ein Teil gesehen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt im Playthrough das dabei. Theoretisch schon, oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Die Federstatue, bei der ich groß rumgerätselt habe, aber ich kann mich jetzt echt nicht erinnern, was ich davon aufgenommen habe oder was nicht. Nein. Das ist eine Federstatue. Unsere Vorfahren aus Glacier sollten sie ja aufgestellt haben, um mit Hilfe der Feder, die diese Statue hält, entfernte Orte zu erreichen. Wie sie wohl in den Energiestrom geraten ist? Ja, die hat hier jemand hingestellt. Jemand war hier unten und immer langweilig. Er hat einen großen Stein gesehen und hat sich gedacht, ach, was mache ich jetzt damit? Ich aktiviere sie. Barasubidai. Mhm, genau. So. Und wir haben die Maus. Kleck. Und können uns nebenbei noch bewegen. Was ich übrigens eine total geniale und tolle Spielmechanik finde. Wo ich hoffe, na ja, Schuppen sehr schön, dass ich später nochmal komme. Also, ich glaube, es gibt da eigentlich nicht mehr viel, was ich machen kann. Orangis Tempel, wenn ich mal rausfinden würde, wie ich da reinkomme. Naja. Wenn ich hier fertig bin, frage ich einfach mal nach. Was es wohl damit auf sich hat, nehmen wir sie am besten mit. Vielleicht möchte er sie ja wieder haben. Mhm, vielleicht. Wupp. Yes, total toll. Voll genial. Doppelsteuerung. Ich komme vor wie bei einem DS-Spiel. Supi, finde ich toll. Legen wir bei erst so ja erstmal die Feder wieder zurück. Okay, klar. Bringen wir die Feder wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück. Ist nicht, glaube ich, eh egal, weil da auf der nächsten Map gleich wieder so ein Ding kommt. Ja. Naja, was soll's. Okay, schon wieder eine Federstatue und sie steht wirklich ungeschickt im Weg. Ja, sowas Dummes aber auch. Was soll's, ich aktiviere sie. Bla bla bla. Milubadli. Und die, ja, müssen jetzt immer an einen bestimmten Platz gesteckt werden. Das ist jetzt einfach nur ein Ratespiel, nehme ich an. Zack. So, einmal runter. Und dann nehmen wir uns das mit hier hin. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass die zweite Brücke wie ein Regenbogen aussieht. Hui. Okay. So. Bringen wir die Feder wieder nur ihren ursprünglichen Platz zurück. Jetzt hört es auch langsam auf, wie weit ich gekommen bin. Genau, ja. Bis hierhin und nicht weiter, sozusagen. Ich hoffe mal, dass es nicht mehr sonderlich viel ist, aber so wie das jetzt gleich klingt, der Dialog, sind wir kurz vor Ziel. Was um alles in der Welt war das? Verschwinden wir besser schnell von hier. Mhm. Wie jetzt? Achso. Ja, kommt das, wenn ich unten ankomme. Ha. Stimmt ja. Und guck mal da. Menschlein. Naga, kannst du uns erklären, was hier los ist? Ah, ich habe irgendwie so ein Vampire's Dawn Déjà-vu. Ich weiß auch nicht. Wie ich bereits sagte, je näher ihr dem Zentrum seid, desto stabiler wird er nicht. Für was? Der für euch feste Boden? Ach so, okay. Hm. Dann sind wir nahe dem Zentrum. Das Licht, welches ihr dort seht, dies ist eine Sonne. Ach was. Der Kern des Energiestroms. Dann sind wir in der Mitte der Erde? Nein, ihr seid im Zentrum des Energiestroms. Der liegt genau unter... weiß nicht, Düsseldorf. Doch darum geht es nicht. Vor euch befindet sich der Käfig des letzten Drachen. Haben wir denn alle Kristalle zerstört? Nein. Ich bin mir nicht sicher, ob man überhaupt alle zerstören kann. Vielleicht gibt es noch irgendwo anders schlecht gesetzte Teleporter und ich habe noch einen verpasst oder so. Aber, hm.
Doch der Energiestrudel, welcher vorhin entstand, hat die restlichen mit sich gerissen. Oder es ist vollkommen egal und man muss es eigentlich gar nicht tun. Wir können von Glück reden, dass wir nicht mitgerissen wurden. Genau deshalb hättet ihr auf mich hören sollen. Ich habe euch vor dem Sog geschützt. Eure Aufgabe hier ist fast beendet. Doch seid gewarnt, kleine Menschlein. Der Drache der Vergangenheit ist ein äußerst mächtiges Wesen, welches eure Leben mit einem einzigen Gedanken auslöschen könnte. Da dies aber ein Spiel ist, wird es nicht geschehen, denn sonst wäre das ja unfair. Wir haben dann überhaupt eine Chance, wenn er so übermächtig ist? Unter normalen Umständen nicht, jedoch befindet er sich im Energiestrom der Erde, was einem Wesen seiner Art nicht von Vorteil ist. Soll heißen, er ist geschwächt und deshalb haben wir eine Chance? Naja, nicht wirklich. Alles wird sich zeigen. Ich wünsche euch viel Erfolg, kleine mutige Fleischsäcke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Kopf hoch, Celia, das schaffen wir schon. Wir haben bisher alle gefährlichen Monster besiegen können, da wird das hier doch ein Spaziergang. Aha. Sie hat recht, Celia. Die anderen beiden Drachen haben wir auch mit links geschafft. Der zweite war ziemlich einfach, wenn ich mich recht erinnern kann. Ich sollte mir wirklich nicht so viele Gedanken machen. Dann mal nichts wie los. Das war allerdings gestern und ich bin schlecht im Erinnern, was sowas angeht. So. Glockenorb gefunden. Den ich jetzt glatt mal nicht ausrüste. Ah, ja. Sieht so aus, als wäre ich wirklich komplett. Ich hoffe, ich kann jetzt gleich noch weitergehen, weil die Truhe will ich mir noch holen. Da mal los. Okay, danke. Kann man hier immer noch runterfallen? Nagas Reißzahn, ha? Huh? Was es wohl damit auf sich hat, nehmen wir ihn am besten mal mit. Vielleicht möchte er ihn ja wieder haben. Möglich. Nur mit einem Reißzahn lässt sich nicht gut beißen, ne? Obwohl, Naga hat wahrscheinlich 24 Reißzähne. 150.000. Ihr seid die Menschen, welche seine Brüder bezwingen konnten. Ich rede von mir in der dritten Person, muss man wissen. Von ihm in der dritten Person. Seid ihr hier, um auch ihn zu befreien? Technisch gesehen ja, doch wir haben noch ein paar Fragen. Ihr seid einen gefährlichen Pfad gegangen, um das Gleichgewicht eurer Welt zu schützen. Was ist eure Frage? Meine Güte, das irritiert komplett, diese Seit-Seit-Fehler. Die anderen Drachen erwähnten, dass ihr die Hüter des Zeitstroms des Himmels seid. Was hat es damit auf sich? Was wollt ihr im Zeitstrom des Himmels? Da wird es euch zerreißen und in mehrere Dimensionen schleudern. Und dann würdet ihr dort zerrissen werden. Und das Ganze wird immer weiter fortgeführt. So wie ein verdammter Kettenbrief. Okay. Wo war ich eigentlich? Ah ja. Dieser Ort ist für sterbliche Wesen nicht geeignet. Ihr würdet langsam sterben. Also, so... mehrmals. Und schnell. So wie ich es vorher erklärt habe. Das ist das Richtige. Genau. Wir wollen dort gar nicht hin, doch wir wollen wissen, was es genau mit ihm auf sich hat. Nein, du willst das wissen. Mir ist das eigentlich mal vollkommen egal. Der Zeitstrom des Himmels regelt den Verlauf der Zeit. Wow, echt? War's das? Ja. Okay. Den Verlauf der Zeit, dann ist er wie ein Gegenstück zum Energiestrom der Erde. Nein, jede Welt hat ihren eigenen Energiestrom, jedoch unterliegen alle dem gleichen Zeitstrom. Der Zeitstrom. Ah, ich liebe den Anfang von dem Final Fantasy Film. Jede Welt? Doch all dieses Wissen ist für euch nicht von Bedeutung. Macht euch zum Kampf bereit und befreit mich aus diesem Käfig. Ich, Käfig, ich. Hübsch.